Stillstand kann jedem passieren, überall und zu jeder Zeit. Aber jetzt gibt es ein neues System, um die Überlebensrate nach Herzstillstand zu erhöhen. Alarmierung von ausgebildeten Ersthelfern und Augenzeugen über Smartphone. Die Überlebenschancen nach Herzstillstand sinken pro Minute um 10%, da das Gehirn kein Blut und Sauerstoff bekommt. Wenn man Augenzeuge eines Herzstillstandes wird, soll man 112 anrufen, damit schnellstmöglichst Hilfe kommt. Der Fachmann in der Leitstelle befragt den Anrufer, um festzustellen, was dem Patienten fehlt. Wenn festgestellt wird, dass der Patient nicht normal atmet und sich nicht normal bewegt, dann liegt ein Herzstillstand vor. Die Leitstelle schickt dann den Rettungsdienst zum Notfallort. Mit einer App für Smartphones ist es möglich, sehr schnell und präzise Ersthelfer und Augenzeugen in der Nähe zu finden und die neuen Nächststehenden zu alarmieren. Einige sind nicht verfügbar, andere nehmen den Alarm an. Dass der ganze Vorgang nur 20 Sekunden dauert, ist sehr wichtig, weil die Wiederbelebung nach weniger als 5 Minuten beginnen muss. Jetzt bekommen die Ersthelfer und Augenzeugen über das Smartphone ihre Rolle zugeteilt. Wer sich am nächsten zum Notfallort befindet, wird direkt dorthin geschickt, um Herz-Lungen-Wiederbelebung zu starten. Ein weiterer Ersthelfer wird zum nächsten Defibrillator geschickt und bringt dem zum Notfallort. Zusätzlich wird ein Ersthelfer zum Notfallort geschickt, der sich dem Rettungsdienst bemerkbar macht und mit dem Angehörigen spricht. Den Patienten nicht berühren. Schock abgegeben. Aus der Forschung wissen wir, dass frühzeitige Herzdruckmassage und Defibrillation innerhalb von 5 Minuten zu Überlebensraten von 50-70% führen kann. Und 75% der Reanimierten kehren zum normalen Alltag und Arbeitsleben zurück. Mit der Alarmierung ausgebildeter Ersthelfern über das Smartphone ist es heute möglich, dieses Ziel zu erreichen. Das ist unsere Vision. Bitte machen Sie mit.